Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go Hack Video. Und ja, ich hatte ja auf meinem alten Kanal Videos hochgeladen, wie ihr Pokémon Go auf dem PC spielt. Und es funktioniert ja jetzt nicht mehr. Und ich habe mir halt gedacht, weil jetzt so viele Leute das Video angeschaut haben und sich darauf gefreut haben, aber es halt nicht mehr funktioniert, schaue ich mal fürs Handy so welche Hacks, wo man benutzen kann. Und es gibt ja schon voll viele Videos auf YouTube, wie man so das GPS faken kann bei Pokémon Go, aber da muss man ja so viel machen, also Apps vom Internet am PC halt herunterladen, dann aufs Handy übertragen und so. Und ich habe halt jetzt 2 Wochen lang eine App ausprobiert, die funktioniert auch recht gut, hat paar Mangeln, aber das ist halt nicht schlimm, aber sie funktioniert. Das ist ja das Hauptsache, dass funktioniert die App. Und ja, dann müsste halt hier jetzt erstmal auf Play Store, also ich weiß nur, dass es auf Android funktioniert. Ich weiß nicht, ob es auch auf Apple-Geräte funktioniert. Deswegen, alle Leute, die ein Apple-Gerät haben, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob das bei euch auch funktioniert hat oder ob überhaupt die App für euch verfügbar ist. Ich weiß es nicht. Deswegen, es tut mir auch leid für die Leute, wo jetzt ein Apple-Gerät haben. Und ja, für die, wo jetzt ein Android haben, gehen einfach ganz normal in ihr Play Store rein, geben hier Pokémon Go Hack ein und dann müsste eigentlich theoretisch bei euch ganz oben die App kommen. Fake GPS Joystick mit dem Symbol. Also die App heißt halt so, Fake GPS Joystick. Wenn ihr halt die App nicht findet, müsst ihr halt ein bisschen suchen, aber ihr braucht halt die App. Und die installiert ihr euch einfach. Stinkt normal wie eine App. Da habt ihr auch so schön ein paar Bilder zu sehen. Die tut einfach installieren, einfach die App. Und wenn ihr die halt installiert habt, habt ihr die halt hier auf euer Display. Und ja, da müsst ihr halt erstmal die App zulassen, dass ihr auf eure Daten über, also euer GPS-Modus nutzen darf. Müsst ihr halt hier jetzt ausschalten. Dann habt ihr es halt jetzt hier. Da habt ihr halt wie jetzt bei Google Maps hier die Karte von der ganzen Welt. Da könnt ihr jetzt überall hingehen, wo ihr wollt. Aber ich bin jetzt hier, habe ich schon einen Favorit bei New York, weil da ja die 4 Pokémon-Stops sind auf seine Stelle. Deswegen, das ist halt meine Stelle, wo ich jetzt immer bin. Und ja, da geht ihr halt jetzt mal hier schön auf Start. Da kommt die Nachricht. Dann geht ihr auf Einstellungen, schaltet das hier ein. Da geht ihr wieder auf Start. Da kommt jetzt hier Werbung, weil ja natürlich die App kostenlos ist, kommt halt auch immer Werbung, wenn ihr halt die App startet, aber ist ja nicht schlimm. Dann klickt ihr einfach hier, schließen und dann habt ihr halt das Fenster hier. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier gut sieht, aber da habt ihr halt so einen Joystick. Da geht ihr halt ganz normal auf euer Pokémon Go App und da halt, ihr könnt es halt hier auch schon mal verschieben, das kann ich euch mal zeigen mit dem Kästchen. Und die Punkte drum, da könnt ihr halt den Joystick hier rumbewegen, wo ihr hin wollt. Also ich habe es bei mir immer hier, weil das hier nicht so nervt, weil ja hier unten die ganzen Funktionen sind von Pokémon Go. Deswegen habe ich das hier so bei mir jetzt hier mittig. Tja, und wie ihr jetzt sehen könnt, klickt jetzt hier schön auf OK. Und wie ihr es schon sehen könnt, sind wir jetzt hier in New York, wie wir auch gesagt haben, wo wir hinwollen. Und dann könnt ihr halt hier jetzt ganz normal Pokémon Go spielen. Es kann auch sein, wenn ihr die App ganz neu habt und die noch nicht hattet, kann es das sein, dass das halt noch nicht funktioniert, dass ihr Pokéstops oder die Pokémon sammeln könnt, weil das halt noch ein bisschen lang dauert und nicht denken, dass es nicht funktioniert, also so wie jetzt bei mir. Kannst du nicht wundern, das ist halt so. Da müsst ihr halt ein bisschen warten, bis es funktioniert. Und da könnt ihr halt jetzt hier die Pokémon Stops halt entdrehen, wenn der halt, ich glaube 15 Minuten oder so muss man halt ein bisschen warten und dann funktioniert es eigentlich. Und ja, und ihr könnt halt hier das rumbewegen, den Joystick, wo ihr hin wollt, könnt dann auch hier rumlaufen. Also wie ihr jetzt auch hier gerade seht, das ist halt das kleine Mangelhaft, was ich jetzt hier finde, wegen der Joint, dann ganz kurz zurück auf eure wirkliche Position, aber der kommt dann sofort auch hierher wieder. Also das kann halt manchmal passieren, also nicht wundern oder so. Und dann seid ihr halt hier wieder bei eurer Position. Und dann könnt ihr halt hier mit eurem Joystick hier rumlaufen. Also ich laufe jetzt hier langsam, aber ihr könnt hier mit dem Hebel hier unten
jetzt umstellen, wie schnell ihr laufen wollt, wie jetzt hier 50, da läuft die ultra schnell herum. Wie ihr sehen könnt, da kommt sogar die Nachricht. Da könnt ihr halt hier zu den ganzen Pokestops oder Arenen laufen. Mit dem Viereck und die ganzen Punkte könnt ihr halt hier herumlaufen. Nicht herumlaufen, halt euer Joystick herumbewegen. Mit dem Standortzeichen könnt ihr halt euer Standort, wo ihr jetzt seid, zu markieren oder wo ihr halt euer Favoritenplatz habt, wieder hinschauen. Aber das hätte ich lieber nicht machen, weil ja wieder der Bug kommt, dass ihr schon warten müsst, 15 Minuten und so. Und hier hinten und mit dem unteren Teil kommt ihr halt hier wieder auf der Seite, wo ihr dann im Schnellmodus wohin könnt, dass ihr nicht einfach rumlaufen müsst. Und ja, da könnt ihr halt, wenn ihr nach 15 Minuten oder so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie lange man dafür braucht, halt hier halt rumlaufen, bis es funktioniert, könnt ihr halt hier mit rumlaufen mit der App. Aber ich hätte euch empfehlen, macht mit dem Hebel hier auf 10 nicht schneller, wegen dann kommt trotzdem die Nachricht, dass ihr zu schnell seid und so. Deswegen lieber bei 10 lassen, das langt, oder sogar weniger, sonst läuft ihr wie ich jetzt hier bei den Pokémon Stops immer vorbei. Und ja, da könnt ihr halt ganz normal eure Pokémons hier sammeln. Also ich garantiere auch, dass die App bei jedem funktioniert. Ich habe die App jetzt auch, glaube ich, schon 2 Wochen ausprobiert, bevor ich hier das Video mache, ob die App auch wirklich funktioniert und so. Und ich muss jetzt von meiner Sicht sagen, die App ist eigentlich recht gut. Die ist auch idiotensicher, also die kann sich jeder installieren. Und ja, und gestern kam ja auch sogar das Update raus für die 2. Generation. Und daran habe ich auch sogar gedacht, ich habe sogar auch das getestet noch, ob das noch bei der 2. Generation funktioniert. Und wie ihr hier sehen könnt, ich habe ja hier auch schon die Pokémons von der 2. Generation hier, wie der Snoopool. Also die App funktioniert auch bei der 2. Generation Update. Also die App ist auch immer aktuell, die funktioniert auch, glaube ich, fast immer. Aber wenn halt sich mal was ändert, werde ich ja natürlich euch informieren. Und ja, das war's dann halt auch vom Video. Wenn ihr halt Pokémon Go nicht mehr spielen wollt, klickt einfach hier auf Stoppen. Da kommt halt wieder schön Werbung, weil ja natürlich die App kostenlos ist. Schließt einfach die Werbung, schließt eure App und das war's dann. Das war's dann halt auch vom Video. Für die Leute, wo mich noch nicht abonniert habt, ihr könnt mich kostenlos abonnieren, wenn ihr mehrere Hack-Videos oder Gaming-Videos von mir sehen wollt. Und wenn ihr halt nichts mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Und wenn es euch gefallen hat, das Video, das ich euch mal zeige, wie ihr am Handy perfekt hacken könnt, lasst einfach ein Like da auf das Video. Und ja, das war's vom Video. Haut rein, Leute. Euer Hall of Fighter. We'll be right back.